Moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 und wir zocken weiter im Karrieremodus und es geht gegen Ingolstadt und wir werden unsere Aufstellung an zwei Stellen bearbeiten. Wir werden mal Douglas Costa von Beginn an bringen und Jerome Boateng wird durch Mats Hummels ersetzt. Übrigens ist Niklas Süle im Training auf 85 gestiegen, aber da ich in dem Karrieremodus mit dem FC Bayern wahrscheinlich eh nur noch diese Saison spielen werde, weil ich mir danach einen Zweitligisten vornehme, ist das jetzt alles nicht mehr so interessant. Interessant ist, ob ich auf Schwierigkeitsgrad, Weltklasse, die Champions League und alles gewinnen kann. Das wird interessant und wir werden mal schauen. Was wir in dieser Folge so reißen können. So, gegen Ingolstadt. Das muss ein Sieg sein. Okay, das war nix. Scheißpass. Scheißpass von Douglas Costa. Na komm. Gib mir den Ball. Boah, ey. Dieses Zweikampfverhalten teilweise, ne? Da bleibt einem echt die Spucke weg, ey. Das ist... Guckt euch das an! Wie kann denn das passieren? Ich hab doch den Ball schon gehabt, aber er hat sowieso abseits irgendwie gepfiffen, glaube ich. Oder nicht? Keine Ahnung. Nee, er hat, glaube ich, Abstoß gepfiffen. Aber egal, hier geht ja gerade gar nichts, Digga. Guckt euch diese Zweikämpfe an. Ich hab ihn doch. Was machen die denn da? Junge, guckt euch das... Ihr habt es doch gerade wieder gesehen. Jeder geht in den Zweikampf rein und keiner kriegt ihn. Ist klar. Das regt mich auf an Schwierigkeitsgrad Weltklasse mittlerweile, weil es halt einfach nicht realistisch ist. Es kann doch nicht sein, dass alle da nur so reinstolpern. Aber keiner wirklich auf den Ball geht, sondern nur die in den Mann höchstens gehen und vielleicht noch einen Elfmeter verursachen. Und das war's auch. Wow, den habe ich drin gesehen. Fuck, da hat das richtig gut geklappt mit um den Gegner rumwenden. War kein Foul. Wahrscheinlich ist der Spieler wieder nur einfach so hingefallen, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Fuck. Keiner läuft bei mir mit. Was soll das? Das kann es doch nicht sein. Warum laufen meinem Gegner immer übelst die Mitspieler mit? Und bei mir immer gar nicht. Und der sollte natürlich nicht zu Griezmann. Natürlich sollte der zu, hier, wie heißt der Vogel? Martial. Mann. Ja, unglaublich. Also Schwierigkeitsgrad Weltklasse ist dann wohl doch nichts für mich. Denn es läuft einfach nicht. Es läuft scheiße. Man kann nicht mehr normal spielen, weil die Pässe nie ankommen und so eine Sache. Jo, da würde ich sogar, ja, also mindestens gelb geben. Also kann man sogar in meinen Augen, ja, gut, also ich hätte rot schon fast, also hätte man schon drüber nachdenken können zumindest. Ja, komm. Jo! Da ist der Treffer von Martial. Sauberes Ding. Der saß perfekt. Oh, der hat ein bisschen Raum und dann hat er den auch genutzt. Der war unhaltbar. Der war unhaltbar. So, wir führen. Aber trotzdem, es macht irgendwie halt auf Weltklasse ist es schwierig. Es macht nicht so richtig Spaß.
Guckt euch das an wieder. Er nimmt ihn an und der direkt ist der Ball weg, ey. Und hier, ich komme wieder nicht in die Zweikämpfe. Wobei, das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist, wenn ich in die Zweikämpfe komme, dass sie dann immer den Ball nicht abgenommen bekommen. Das nervt mich. Also ich bin eigentlich genau richtig im Zweikampf und der Ball bleibt trotzdem mein Gegner, weil die irgendwie so komisch rumtanzen da. Das so, Alaba, kommt mal mit. Boah, der Abpraller wäre fast zu meinem Mitspieler gekommen. Okay, scheiße. Hätte ich keinen Steilpass spielen dürfen. Schade. Schade. So, wechseln wir irgendwas zur Halbzeit? Ja, ich würde sagen, wir wechseln mal Süle ein für Boateng. Und Dahoud für Weigel. Noch was? Ja, machen wir mal so. Machen wir mal hier. Griezmann geht mal auf die Bank. Ich glaube ja eigentlich, dass ich Weltklasse noch raufkriege, aber ich will jetzt nicht die kompletten Saisonziele verkacken, nur weil ich hier Weltklasse üben möchte. Jo, jetzt, das war mal ein schönes Kombinationsspiel. Ah, es gibt immerhin eine Ecke. Nein! Ich glaube, das war Pfosten, oder? Oh, ich habe es jetzt gar nicht. Konnte es jetzt irgendwie nicht in der Wiederholung sehen. Also, es gab wieder keine Wiederholung. Ist auch manchmal ein bisschen komisch. Wofür es eine Wiederholung gibt und wofür nicht. Das verstehe ich manchmal hier nicht. Nein, ich hatte doch den Ball schon. Stark von Varan. Nochmal stark. Super, super Kombinationsspiel. Oh, er hat schon die Fahne gehoben für Abseits, aber dann hat er sie doch weggelassen, weil der Ball nicht durchkam. Krass, dass er den nicht festgehalten hat. Starker Schuss von Costa. Vielleicht nicht platziert genug, aber stark. Also von der Intensität her war er gut. Ja. Immer die Schwierigkeit bei diesen Eckballangriffen. Gut von Süle. Aber wir hätten jetzt durchaus 1-2 2-0 führen können. Aber das ist halt das Problem. Dann kriegst du die Tore nicht hin und dann kommt so ein unlogischer Angriff von den Computer und dann liegst du auf einmal hinten. David Alaba, sehr gut. Guck, jetzt kommt wieder irgend so eine... Ah. Diese Flanken sind halt oft gleich so gut, dass man das nicht verteidigen kann. Aber Sanchez hier, oh mein Gott, ist der... Schnell, der Junge. Kein Foul. Alles klar. Ist natürlich kein Foul gewesen. Was sonst? Aber jetzt. Ja! Sauber Abseits. Nein, kein Abseits. Geil. Lukas stand genau richtig. Und hier den Abpraller habe ich dann einfach mir mal hingelegt und geschossen und dann konnte der Keeper nichts machen. Das 2-0 durch Lukas. Also habe ich mich jetzt gefühlt umsonst aufgeregt am Anfang, dass ich mit Weltklasse so eine Probleme habe. Wobei ich noch nie gegen Weltklasse 3-0 jetzt gewonnen habe in der Zeit, wo ich das spiele. Und ich habe jetzt ja doch einige Spiele auf Weltklasse gemacht.
Ja, der war zu schwach. Den wollte ich auf 4 Dollar haben. Den Steilpass. Das war schlecht von Alaba. Wie er sich da hat aussteigen lassen. Schön. Was denn? Ja. Ich wollte den Steilpass noch rüberbringen. Und dann kam da sowas. Deswegen sage ich, was denn? Boah, ey, manchmal ist das echt. Fast! So knapp, Leute, so knapp. Der war so ein kleines Fitzelchen zu stark, der Ball. Oh, ey, oh, 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 ja. Da kriegen wir noch einen Angriff hin. Och nö, du Spacken. Pfeif doch nicht ab, Alter. Sorry. So ein Mist. Naja. Es ist, wie es ist. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.